Schau dir das an, genau so wird er ausschauen. Und was brauchen wir für einen Schweinsbraten? Wir brauchen einmal ein richtig schönes Stück vom Strohschwein. Richtig cool. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Wurzelgemüse, Knoblauch, scharfen Senf, einen Kümmel, Salz, Lorbeerblätterl, ein bisschen Wasser und einen Pfeffer. Und dann geben wir auch schon Gas. Wir schneiden es erst einmal das Wurzelgemüse zusammen. Perfekt. Sehr einfach Karotten, Sellerie, gelbe Wurm, grob zusammenschneiden. Ah, herrlich. Und rein damit. Dann, was ist denn das Geilste bei so einem Schweinsbraterl? Wenn die Hautseiten da richtig schön knusprig wird. Da zeige ich euch gleich, wie wir da am besten zum Ziel kommen. Damit wir so richtig schöne Schweinsbratenkrusten zusammenbringen. Aber glaubt mir das, das ist alles keine Hexerei. Das schaffen wir locker. So, jetzt haben wir da das Wurzelgemüse drin. Jetzt da mal einen kleinen Schluck Wasser drauf. Das werden ungefähr so 150, 200 Milliliter gewesen sein. Die Seite mit der Schwarte, das ist die Hautseiten. Das ist die Innenseiten vom Schwein. Und das ist die Hautseiten, die Außenseiten. Die tun wir jetzt einmal kräftig einsalzen. Dann richtig schön reiben. Sonst nichts drauf. Da brauchen wir noch nichts. Und legen mit der Hautseite nach unten in unser Geschirr. So, damit der Wasserdampf jetzt ein bisschen dampfen kann dann. Und die Schwarten zum Kochen anfangen. Und dann drehen wir es um nach ungefähr einer halben Stunde. Und dann es einritzen. Ziselieren nennt man das. Und da poppt es dann auf wie Popcorn. Richtig geil. So, dann haben wir da jetzt 4 Knoblauchzehen drauf. Scharfer Senf, ungefähr 2 Esslöffel. Drauf damit. Ein Kümmel. Nach Geschmack. Das war jetzt ungefähr Teelöffel. 5 Finger Salz. Ja, ein bisschen mehr Salz. 10 Finger Salz. Und das reiben wir jetzt da richtig schön in den Schweinsbraten. Schaut euch das an. Ah, herrlich. Genau so soll das ausschauen. So, da. Zwischendurch die Finger waschen. Ich habe jetzt in dem Fall übrigens einen Estragon-Senf hergenommen. Matthias, was war denn in Deutschland der Estragon-Senf? Das ist ein Bautzner. Mittelscharfer Senf. Mittelscharfer Senf. Gemischt ja. Mit einem süßen Senf. Okay. Ja, bei uns ist das der scharfe Senf, der klassische, nicht? Aber der ist ja nicht ganz so scharf wie bei euch, der scharfe Senf, oder? Ja, geht in die Richtung. Geht in die Richtung. Ich sage, da hat jedes Dorf ein eigenes Geheimrezept. Ja. Dann habe ich noch eine paar Lorbeerblätter da links und rechts. Weil wir wollen ja auch geile Soße haben. Und apropos geile Soße, da habe ich vergessen. Ein bisschen Zwiebel brauchen wir einmal für eine geile Soße. Einfach grob zusammenschneiden, so wie das Wurzelgemüse. Zack. Und das war's schon. Vorbereitungszeit. 5 Minuten, 10 Minuten. Ich hätte richtig einen Satz. Und jetzt schieben wir in den Ofen. Schaut euch das mal an, wie geil das ausschaut. Wow. So, 150 Grad habe ich ungefähr eingeschalten. Und rein damit. Tschüssi, wir sehen uns in 15-20 Minuten wieder, dann hat die Schwarten unten zum Kochen angefangen, dann können wir sie einritzen, drehen wir um. Ach, herrlich. Oh, schaut mal her, der Schweinsbraten ist die erste halbe Stunde drin, so soll das ausschauen. So, jetzt haben wir ziselieren, einmal umdrehen, was jetzt passiert ist, jetzt hat die Haut gekocht, durch das Wasser unten, und zum Ziselieren braucht ihr ein ordentliches Messer, ein scharfes Messer, wenn ihr jetzt kein super, super scharfes Messer anhabt, so ein Teppichmesser, ganz ein günstiges, geht eigentlich auch ganz gut. Was wir jetzt dann, wir schneiden einfach schräg ein. Von der Tiefe her kommt auf die Schwarten dicke drauf an, nicht bis zum Fleisch durch. So kurz davor. Ach, herrlich. Wie das jetzt schon riecht, ich sage euch was. Ich sehe da noch nicht ganz kocht, da ist noch schwerer zum Schneiden. Siehst du, da geht es ganz leicht zum Schneiden, da geht es ein bisschen schwerer zum Schneiden. Macht aber gar nichts. Und in die andere Richtung. Einschneiden. Jetzt gehen wir dann auch mit der Temperatur nach oben. Bis jetzt waren wir so auf 150 Grad. Jetzt gehen wir dann auf 200 Grad. Zack, wieder rein in den Ofen. Wird ungefähr eine Stunde dauern. Dann haben wir einen geilen Schweinsbraten fertig. So, bis später, Schweinzi. So, der Schweinsbraten ist jetzt ungefähr eineinhalb Stunden drin. Halbe Stunde auf der Hautseite. Jetzt ist er ungefähr seit einer Stunde auf 180, 200 Grad. Da, zum Ehren, da setzt sich jetzt schön das Fett ab, das Wasser ist da drin, da sind die ganzen Aromen. Jetzt werden wir mal übergießen. Das machen wir jetzt so alle 10, 15 Minuten einmal. Ah, herrlich. Was da passiert ist, wir schöpfen das Fett von da unten wieder da drauf. Das Fett wird heiß und fängt dann zum Frittieren an, die Haut. Und das bläst dann die Haut so schön knusprig auf. Aber dazu müssen wir das ein paar Mal machen. Ah, herrlich. Das schaut schon gut aus.
Ihr seht, das war ungefähr 2,5-3 Kilo Stickel Schweinsbauch. Da geht schon ordentlich zusammen. Schau, genauso soll das ausschauen. Die letzten 10 Minuten, 15 Minuten haben wir auf 250 Grad Vollgas aufgedreht. Und ihr seht, da fängt er schon zum Poppen an. Genauso wollen wir das. Ah, herrlich. Schön die Fetten drüber gegessen, damit er da schön zum Frittieren anfängt. Ah, sehr geil. Und jetzt schaut's her, jetzt zeige ich was, weil wir ja überall die gleiche Krusten haben wollen. Jetzt wird es mir noch nicht mehr hören, seid ihr froh. Fahren wir mit dem Heißluftföhn drauf. Ich weiß auch nicht, wie man so einen Heißluftföhn normal hernimmt. Ich nehme ihn zum Schweinsbratenföhn her. Schau dir das an, genau so soll das ausschauen. Oh. Was sagt's? Ein perfekt geföhnter Schweinebraten, sag ich jetzt mal. Macht euch das an. Knusprig, lecker. Jetzt machen wir noch eine Soft, eine geile Sauce. Da haben wir jetzt zuerst einmal ein bisschen was von der Fetten, die da ausgebrannt ist. Das schöpfen wir da runter, wir wollen nur ein bisschen Fett da drin haben. Da rein kommt jetzt ein paar Finger Suppenpulver. Machen wir so einen genannten Bund, ist sehr schön. Ein Bund ist sehr schön, weil es billig ist und mein Schweinsbraten ist einfach geil. Suppenpulver anbraten, damit es ein bisschen Farbe kriegt. Und dann mit dem aufgießen. Ich sage euch eins, geiler Scheiß. Dann haben wir eine Pille Muscovada-Zucker, sicher auch geil zum Karamellisieren. Und da haben wir jetzt das ganze Zeug rein. Ein bisschen Salz kommt rein. Aber das könnt ihr nach Geschmack machen und ein bisschen Pfeffer. Dann können wir schon anrichten. So, jetzt schaut's mal her, unser Schweinzi, Herbert. Geil, geil, geil. Oh, genau so soll das sein. Bleiben wir mal auseinander. Anrichten. Dann, was gibt's Geiles? Das ist ein Semmelknödel dazu. Semmelknödel drauf. Da könntest du natürlich jetzt ein Sauerkraut dazu machen oder was auch immer, aber ich finde am allergeilsten so das mitgebratene Gemüse. Wo wir die Soße gerade gezogen haben, ja, herrlich. Einfach nur geil. Und viel Saftel drauf. Potzt habe ich auch wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen mit dem Schweinsbraten, mit dem Sonntagsbraten. Liebe Grüße, euer Mario. Ich lasse mir es jetzt schmecken.